Willkommen bei den Radiopiraten. Wie ändert die Sendefrequenz? Heute mit einem BMW Bavaria C exklusiv. Radio ganz normal. Natürlich haben wir noch den manuellen Sendersuchlauf. Oder eben auch wieder rauf. Das Radio verfügt über eine Bluetooth-Schnittstelle. Verbunden sind wir schon. Umgeschalten wird das Ganze über die Dolby-Taste. Dann leuchtet auch die 1 auf. Das heißt, wir sind auf der ersten Ebene. Die Musik kann mit der CR-Taste gestartet und gestoppt werden. Wenn wir ein Lied vorwollen, drücken wir einfach nach vorne. Oder wenn wir zurück wollen, dann wird er eben zurück. Wir können natürlich jederzeit zwischen Radio und Bluetooth hin und her switchen. In dem Fall bitte auf die Dolby-Taste drücken. Die 1 geht aus und wir sind wieder im Radiobetrieb. Und zurück kommen wir wieder über die Dolby-Taste, ganz normal. 1 leuchtet wieder auf. Mit dem Radio kann man auch telefonieren. Mit diesem kleinen Mikrofon hier wird gesprochen. Das wird hinten an das Radio angesteckt über einen 3,5 mm Klinkenstecker. Und wenn Anrufe kommen, angenommen werden, können die Anrufe ebenfalls mit der Taste CR dann kann gesprochen werden, eben über dieses Mikrofon. Und beendet können die Anrufe auch mit der Taste CR werden. Zusätzlich verfügt dieses Radio noch über eine USB-Schnittstelle. Die verbirgt sich in dem Fall im Kassettenfach. Umgeschalten wird das mit der Taste 1-2. Es leuchtet in dem Fall jetzt die Nummer 2 auf, das heißt, wir sind in der zweiten Ebene. Und jetzt können wir ganz normal Musik hören über den USB-Stick, ein Lied vor, wie vorher auch, mit der Taste nach vorne. Ein Lied zurück, mit der Taste zurück. In den Radiobetrieb kommen wir in dem Fall wieder mit der Dolby-Taste. Das heißt, 1 und 2 geht aus. Möchte ich dann wieder zurück in den USB-Betrieb, drücke ich zunächst die Dolby-Taste. Wir sind wieder in der Ebene 1, Bluetooth. Dann drücke ich die Taste. Jetzt sind wir in der Ebene 2 und dann läuft der USB-Stick wieder.
zusätzlich hat dieses Radio auch noch eine AUX-Buchse, die verbirgt sich auch im Kassettenfach, und zwar da. In den AUX-Modus kommt man genauso wie in den USB-Modus, zuerst die Dolby-Taste, Ebene 1 und dann Ebene 2. Zurück in den Radiobetrieb kommen wir wieder mit der Dolby-Taste, wie vorher eben auch. Taste Nummer 2 geht aus. Bluetooth-Betrieb, Dolby-Taste, Ebene Nummer 1. Dann können wir natürlich auch hier wieder ganz normal das Handy steuern mit den Tasten. Und in den AUX-Betrieb in die Ebene Nummer 2 wechseln. Vielen Dank fürs Zuschauen.